Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum zweiten Adventstürchen. Ich nehme euch heute mit in ein paar Gedanken zum Advent. Ich habe euch eine kleine Andacht vorbereitet und die soll sich darum drehen, was hat der Advent und die Wüste gemeinsam? Für die meisten ist der Advent eine Zeit der Ruhe. Meist liegt draußen dann schon Schnee, sämtliche Arbeiten im Garten sind abgeschlossen, man kommt so langsam zur Ruhe vom hektischen Jahr. Und man überlegt sich, wie es wohl im nächsten Jahr weitergeht, was man für Ziele hat, was man im vergangenen Jahr gut oder schlecht gemacht hat, wo man vorangekommen ist und wo man im nächsten Jahr neu dran arbeiten möchte. Bei der Wüste stellen wir uns meistens ein trockenes Land vor, Sand, Steine. Es geht nicht weiter, es ist ein Ort der Leere, ein Ort des Mangels, ein Ort der Sehnsucht nach Wasser. Es hat absolut nichts Gemütliches im Vergleich zum Advent. Aber dieses zur Ruhe kommen hat man in der Wüste auf jeden Fall. Denn was hat man dort nicht? Man hat die Welt dort nicht. Dort ist kein lärmender Alltag, dort ist kein Chef, der was von einem möchte. Dort sind keine Erwartungen der Familie. Dort sind keine Leistungsansprüche an einen selbst. Oder dort ist auch nichts Lautes. Da ist keine Geschäftigkeit und da ist keine Eile. Wir sind eigentlich permanent davon umgeben, dass alles voll ist und viel und davon geprägt ist, dass wir permanent vollgeschüttet werden. Unsere Gedanken sind den ganzen Tag gefüllt mit Alltag, mit Familie, mit Arbeit, mit irgendwelchen Dingen, die wir vielleicht auf Social Media machen, mit politischen Dingen, die uns beschäftigen. So, dass unser Geist gar nicht zur Ruhe kommen kann. Und das ist der Grund, warum Gott uns manchmal in Wüstenzeiten führt. Denn in all dem Trubel vergessen wir eigentlich, dass wir seine Nähe suchen sollten und seine Gegenwart suchen sollten. Denn nur dort können wir wahrhaft auftanken. Und dazu habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, die ich sehr interessant fand. Ich möchte euch was vorlesen aus Markus 1, Vers 9 bis 13. Zu dieser Zeit geschah es, Jesus kam aus Nazareth in Galiläa zu Johannes und ließ sich von ihm im Jordan taufen. Als er aus dem Wasser stieg, sah er, wie der Himmel aufriss und der Geist Gottes wie eine Taube auf ihn herabkam. Und die Stimme aus dem Himmel sagte zu ihm, du bist mein Sohn, dir gilt meine Liebe, dich habe ich erwählt. Hier ist also ein Stück weit die Berufung. Aber was kommt direkt danach im Vers 12? Gleich danach trieb der Geist Gottes Jesus in die Wüste. Dort blieb er 40 Tage und wurde von Satan auf die Probe gestellt. Er lebte mit den wilden Tieren zusammen und die Engel Gottes versorgten ihn. Also was lesen wir hier? Da ist die größte Berufung, die jemand haben kann, Kind Gottes zu sein. Und gleich danach führt der Heilige Geist Jesus in die Wüste. Und was macht Jesus in der Wüste? Wir erinnern uns an diese Geschichte. Er überwindet den Teufel dort. Er überwindet die ganzen Zweifel und Ängste, die versucht, der Teufel ihm einzureden. Er überwindet selbst das Angebot der Macht über die ganze Erde. Er überwindet all das, um in seine wahre Berufung hineinzukommen. Denn nach dieser Zeit in der Wüste beginnt er seinen wahren Dienst. Was sehen wir hier noch? Also Jesus ist der Wüste nicht ausgewichen. Er hat sich vom Heiligen Geist dorthin führen lassen. Es bedarf keiner Notwendigkeit, dass er da jetzt hätte hingehen müssen, sondern der Heilige Geist hat ihn dorthin geleitet. Warum? Er hat ihn dorthin geleitet, damit er dort den Sieg erringen kann und damit er dort seine Identität festigen kann. Denn was macht er da? Er nimmt das Wort Gottes selbst, um die Lügen des Feindes zu entlarven. Und ich glaube, das sind so Dinge, die wir in unseren Wüstenzeiten lernen müssen. Dass wenn wir etwas eingeredet bekommen in der Zeit, wie du schaffst es sowieso nicht oder Gott hat mit dir nichts mehr vor, mach dir keinen Kopf. Zum Beispiel auch, du wirst niemals gesund. Das ist auch so eine große Lüge, die der Feind oftmals Menschen versucht einzureden. Und all diese Dinge, dafür ist die Wüste da. In der Wüste kann all das, was im Alltag kommt,
leer werden. Wir kommen in die Wüste und sind voll. Voll mit Eindrücken, voll mit Lügen. Und in der Wüste, das ist unsere Chance, uns selbst leer zu machen. Gott alles hinzulegen, nochmal ganz neu und einfach neu anzufangen und ihn zu suchen. Weil er wird uns in der Wüste begegnen, das hat er uns versprochen. Er hat gesagt, wenn ihr mich aufrichtig sucht, dann will ich mich auch finden lassen. Und gerade in den schweren Zeiten ist er ganz nah und er ist bei uns. Oftmals sind wir nur ein Gebet von ihm entfernt. Und ich will euch einfach Mut machen, wenn ihr gerade durch eine Wüste geht, dass ihr Gott sucht. Dass ihr nicht auf die Lügen hört, die der Teufel erzählt. Er erzählt den ganzen Tag irgendwelchen Schwachsinn. Hört auf Gott, hört auf Jesus, fokussiert euch neu, auch gerade jetzt in dieser Adventszeit. Fokussiert euch in dieser Ruhephase ganz neu auf Jesus. Macht euch leer von allen Erwartungen, von allem Druck, Stress oder von allem, was ihr geplant habt fürs nächste Jahr. Und er wird seine Hand nach euch ausstrecken. Damit möchte ich euch ermutigen. Ihr könnt euch ja gern mal zwei Fragen stellen. Die erste: Wo ist meine Wüste, in der ich stehe oder in die ich mich zurückziehen muss? Und die zweite Frage ist: Was muss ich oder darf ich loslassen, um wieder neu in Beziehung zu kommen mit Jesus? Wenn ihr in so einer Wüstenphase steckt, dann möchte ich euch gerne einen Psalm mitgeben, den ihr beten könnt. Und zwar den Psalm 63. Dort steht: Gott, du bist mein Gott, dich suche ich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land. Im Heiligtum schaue ich nach dir aus, um deine Macht und Herrlichkeit zu sehen. Deine Liebe bedeutet mir mehr als das Leben. Darum will ich dich preisen. Mein Leben lang will ich dir danken und dir meine Hände im Gebet entgegenstrecken. Du machst mich satt und glücklich wie bei einem Festmahl. Mit jubelnden Lippen preise ich dich. In nächtlichen Stunden auf meinem Bett gehen meine Gedanken zu dir und betend sinne ich über dich nach. Ja, du hast mir geholfen, im Schutz deiner Flügel kann ich vor Freude singen. Ich halte mich ganz eng an dich und du stützt mich mit deiner mächtigen Hand. Soweit meine Impulse für dich. Ihr könnt ja gerne mal unter dieses Video schreiben, welche Bibelverse euch in Wüstenzeiten besonders ermutigen. Mein Lieblingsvers in schweren Zeiten ist aus Josua 1, Vers 9. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und in diesem Sinne, seid gesegnet und kommt gut durch diese Adventszeit. Macht euch leer vor Gott und ihr werdet überrascht sein, wie er euch begegnet.